Jubelstimmung pur in Quakenbrück. Wie eine Woche zuvor bezwingen die Adland Dragons die Brose Baskets Bamberg in eigener Halle, erzwingen mit dem 75-59 Sieg ein alles entscheidendes Spiel 5. Die Dragons, das Überraschungsteam der Playoffs. Dafür gibt's Lob vom Trainer. Was die Spieler an Energie aufgerufen haben, an Kampfkraft, an Willensstärke, an Einsatz, das war beeindruckend. Natürlich hat uns diese Atmosphäre hier auch ein Stück weit dazu beflügelt. Also auch herzlichen Dank an die Fans, aber ich glaube, unsere Spieler haben sich heute wirklich ein dickes Lob verdient. Besonderes Lob gab es wohl für Tyrese Rice. Mit 30 Punkten und 5 Assists der überragende Spieler auf Seiten der Dragons an diesem Tag. Und Quakenbrück in den grauen Trikots nach dem Debakel in Spiel 3 in Bamberg von Anfang an hellwach. Über eine starke Defense kamen die Dragons zu Ballgewinnen und einfachen Punkten. Ruben Bunche per Fast Break zur 14:4 Führung. Doch der amtierende deutsche Meister kam mit dem zweiten Viertel besser ins Spiel, kämpfte sich zurück in die Partie. Rayshon Terry mit einem guten Händchen in Spiel 4 zum Ausgleich. Kurz vor der Pause Terry mit 16 Punkten Topscorer, der Bamberger. Die letzte Szene vor der Halbzeit gehörte aber dem Star der Dragons, Tyrese Rice, mit der direkten Antwort. 37:34, der Halbzeitstand. Die Stimmung in der Drachenhöhle kochte über, genauso aber auch die Gemüter bei den Bambergern auf dem Weg in die Kabine. Der angestaute Frust entlud sich dann aber glücklicherweise auf dem Spielfeld in Punkten Anton Gavel zur ersten Führung der Oberfranken. Doch diese währte nur kurz, Ende des dritten Viertels die Dragons wieder am Drücker mit, wie könnte es anders sein, Tyrese Rice mit einem seiner 6 Dreier zur 5-Punkte-Führung. Brose-Coach Chris Fleming wirkte ratlos, denn Bamberg kam Mitte des vierten Viertels noch einmal auf 3 Zähler ran. Doch das Aufbäumen kam zu spät und zu zaghaft. Ganz anders die Hausherren, die kombinierten gut, spielten ihre Angriffe konsequent herunter. Und so konnten die 3000 Fans in der Halle mit ansehen, wie die Quakenbrücker gegen Bamberg am Ende deutlich mit 75:59 gewinnen und ein 5. Spiel erzwingen. Diese sehen Sie am kommenden Dienstag live ab 20.15 Uhr auf Sport 1. Eines ist aber klar, der Weg ins Finale führt für die Dragons nur über einen Sieg in der Frankenhölle in Bamberg.